Ist ja gut, ey. Es gab die Bahnlinien von Gießen nach fast überall hin, aber die meisten sind einfach abgerissen. Ja, ja, die Stadt besaß auch mal eine Straßenbahn. Jetzt ist halt alles voll dicker Autostraßen. Asphaltflächen, große Kreuzungen, Parkhäuser und Stellplätze prägen das Stadtbild seit Beginn des Autobooms. Unser Plan für den 20. Juni, einen Tag lang in einem ausgewählten Bereich der Stadt das Wirklichkeit werden zu lassen, was unser Verkehrswendeplan für Gießen vorschlägt. Der Plan wurde von vielen Initiativen und Einzelpersonen ausgearbeitet und mit allen verfügbaren Ideen weg vom Auto und hin zu einer umwelt- und sozial gerechten Stadt gespickt. Eine autofreie Innenstadt, ein enges und gutes Netz von Fahrradstraßen, leistungsfähige Regiotrams, die über die Zugstrecken der Umgebung kommend durch die Innenstadt fahren und eine Seilbahn, die wichtige Uni-Standorte, Kliniken und Verwaltungen dort verbindet, wo eine ebenerdige Straßenbahn sehr aufwendig wäre. Spektakuläre Aktionen machten unsere Vorschläge binnen eines Jahres zum viel diskutierten Thema in der Stadt. Die Medien griffen viele Themen auf und die sonst träge Politik begann mit der Debatte über die Vorschläge. Immer mehr Gruppen, darunter auch sonst zögerliche Verbände, schlossen sich den Aktionen an. Ein Erfolgsgeheimnis? Wir arbeiten ohne Label, ohne Zwang zu Einigung, als offenes Aktionsnetzwerk, eine Kooperation der unterschiedlichen. Unser Verkehrswendeplan und die Aktionen sind kein Konsens, sondern die geschickte Fusion aller Ideen, oft beraten von Menschen mit Expertise in Stadt, Radwege und Bahnplanung. Der Aktionstag sollte einen neuen Höhepunkt darstellen. Und er wurde es. 10 Stunden lang verwandelte sich ein Teil der Stadt in eine autofreie Zone, in Fahrradstraßen und ein buntes Straßenfest, das zeigen sollte, wie schön Gießens Straßen wären, wenn die Autos draußen bleiben. Rundherum gab es Demonstrationen und viele kleine Aktionen. Der Politalk läuft wie folgt ab. Wir haben in der Kampagne 2035-0 verschiedene Arbeitsbereiche und die Arbeitsbereiche sind gebeten worden, jeweils eine Forderung, die zu ihren Hauptforderungen gehört, zu formulieren. Und die wollen wir heute der Politik mal vorhalten und sie darum bitten, möglichst konkret zu sagen, was sie davon halten. Also ob sie das umsetzen wollen oder nicht. Oder ob Sie davon eine eigene abweichende Idee haben oder wie auch immer. Wir machen das nacheinander zunächst, weil wir immer so ein bisschen Angst haben, wenn die Politiker so untereinander erstmal ins Reden kommen, dann vergehen 2 Stunden und am Ende ist gar nichts ausgesagt. Und deshalb wollen wir alle nacheinander konfrontieren. Und damit die auch ja korrekt was antworten, die sollen nicht eine Antwort sagen, die uns gefällt, aber sie sollen eine Antwort sagen, haben wir hier eine Jury, jemand von Friday for Future. Und die Person hat auch ein Mikro und wird jeweils nach 2 Minuten zu jedem Punkt, darf immer geantwortet werden, bewerten, ob eine Antwort gegeben wurde oder ob es nur Blabla war. Sollte die Jury feststellen, dass keine vernünftige Antwort gegeben wird, wie gesagt, es geht nicht um die Qualität der Antwort, sondern ob es eine klare Antwort ist, bekommt die Person nochmal 30 Sekunden Zeit, vielleicht doch nochmal eine Antwort zu geben. Und das Ganze wird in einer Übersicht vermerkt, ob zugestimmt wird oder nicht zugestimmt wird. Und wir haben auch ein Zeichen dafür, wenn die ganze Zeit nichts gesagt wurde. Straßenbahn und auch Regiotram sind elektrische Fahrzeuge. Damit sind wir schon mal dem Pkw-Verkehr im Moment jedenfalls noch Lichtjahre voraus. Wir brauchen viel weniger Platz.
Die Straßenbahn in Form der Regiotram verbindet eben die Stadt, auch die Innenstadt, Punkte, die man gerne erreichen will, egal ob zum Arbeiten, zum Einkaufen, in der Freizeit, direkt mit vielen Ortschaften rundherum durch das Netz. Man nutzt Schienenwege, die es schon gibt. Zusammensetzen unter der Leitung von unserem Geiger Georgi Kalaitjew. Und wir starten mit dem ersten Lied Samyotisa, das ist ein griechisches Stück. Dankeschön. Wir freuen uns über eure Unterstützung im Ringen um ein Ende von Lärm, Gestank, Angst und Gedränge in Stadt und Umland.